Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Piloten sind die Ersten an der Unfallstelle. Und das ist auch der Grund, warum vom kulturellen Verständnis her wir uns da immer noch ein bisschen unterscheiden, die Piloten und die Ärzte, weil die sitzen halt selber nicht mit drin. Ja. Ein Beispiel, es gibt dazu eine Untersuchung, die hat gesagt, okay, selbst wenn ich müde bin, kann ich noch super performen. Wer stimmt dem zu, mit welchem Grad? Ja, da sagen die Piloten, nee, also wenn ich müde bin, maximal 26% sagen, dann schaffe ich das noch. Was denkt der Chirurg? 70% der Chirurgen denken, nee, alles klar, ich habe die Nacht hinter mir, ich hatte noch ein paar Notfälle, aber ich gehe in den OP, das läuft, ja, 1A. Ja. So ein bisschen dazwischen, wer ein bisschen langsam das aus der Luftfahrt angenommen hat, sind die Anästhesisten und die sind so dazwischen, die sind ein bisschen besser geworden. Ja. Also die sagen nur noch, jeder zweite Anästhesist sagt, nee, ich hatte auch heute Nacht 3, 4 Rufe auf Intensiv, das klappt noch alles. Okay. Da sieht man, Sicherheit ist eine Einstellungsfrage und bei uns ist halt die Priorität und die ist auch in unserem Flugbetriebshandbuch festgelegt, der Kommandant trifft seine Entscheidung unter dem Vorrang der Sicherheit bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Pünktlichkeit, Sicherheit und Passagierkomfort.